Wir wollen heute in dieser Nacht besonders über das Wort Heilige Nacht nachdenken. Wir kennen dieses Wort auch unter dem Wort Weihnachten. Diese Wörter bestehen eigentlich aus zwei Wörtern. Sie sind zusammengesetzt. Heilige Nacht, das ist ziemlich einfach und deutlich. Weihnachten, hier haben wir auch wieder zwei Wörter. Nämlich in dem zweiten Wort steckt Weihe und Nacht. Um diese zwei Wörter geht es heute besonders in dieser Nacht. Wenn wir in die Bibel, in die Geschichte der Menschheit hineinschauen, können wir sagen, gibt es drei ganz wichtige Nächte. Die erste Nacht, das ist die Nacht, wo die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten. Wir erinnern uns, es ist das Paschamahl. Die Israeliten leben in Ägypten, sind dort Sklaven ausgeliefert, werden dort geknechtet, ausgebeutet, geschlagen, missbraucht. Ihre Kinder, Knaben werden ertränkt, umgebracht. Das Volk schreit vor lauter Not, Qual und Leid. Und Gott hört dieses Volk. Er schickt Mose dorthin und bereitet das Volk vor und bereitet die Ägypter vor durch 10 Plagen, die geschickt werden. 10 Plagen, damit die Ägypter kapieren, dass sie gegen diesen Gott, den Israeliten, keine Chance haben, mit ihren Göttern, die sie verehren und anbeten, der Pharaonen, der Pyramiden und vieler anderer Tiergötter, die sie damals gehabt haben. Die Ägypter müssen lernen, der Gott der Israeliten, Jahwe, stärker als ihr Gott, zu müssen aufgeben. Und die 10. Plage war, dass sich die Israeliten vorbereiten sollten auf den Auszug. Sie haben sich vorbereitet für diese Nacht, wo sie ein Lamm schlachten sollten, wo sie Brot essen sollten, das ungesäuert ist. Sie haben es gemacht. Ein Großteil. Nicht alle. Und sie haben gefeiert. Sie haben sich umgürtet, wie in einer Situation des Aufbruchs. Haben dieses Lamm, das sie Tage, Wochen lang geprüft hatten, es musste ein fehlerloses, makelloses, reines Lamm sein, was sie immer wieder untersucht hatten, ob irgendwo ein Makel, eine Verletzung, ein Fehler, ein Genfehler, irgendetwas zu finden ist, durfte es nicht verwendet werden. Es musste ein ganz reines, vollkommenes, das beste Lamm sein, das hier Gott dargebracht wird. Und in dieser Nacht des Pascha ist Gott eingebrochen, hat Gott hineingehandelt in die Situation und die Israeliten wurden freigegeben. Erste heilige Nacht. Die zweite heilige Nacht ist die Nacht, die wir heute feiern, an die wir uns heute besonders erinnern. Es ist die Nacht, wo Gott auf die Welt kommt. In diese Welt, wir haben es in der ersten Lesung gehört, das Volk, das im Dunkeln lebt, hat ein helles Licht gesehen. Ja, in dieser Welt leben wir in Dunkelheit. Und darum dieses wunderbare Bild Nacht. Nacht drückt aus, es ist finster, es ist schwarz, wir sind ausgeliefert. In der Nacht arbeitet man normalerweise nicht, in der Nacht wächst nichts, in der Nacht ist es kalt, in der Nacht ist es ungewiss, man fühlt sich nicht gut.
man kann überfallen werden, man hat Angst. Manche kenne ich, die lassen in der Nacht immer das Licht brennen. Man weiß nie, wenn sie ins Bett gehen. Das brennt die ganze Nacht, bis in der Früh um 6 das Licht. Nacht ist bedrohend. Und in diese Dunkelheit des Menschen, die damals schon Jahrhunderte so wahrgenommen wurde, spricht Gott hinein. Das ist sein Wort. Gott kommt in diese Welt hinein der Finsternis und bringt Licht. Jesus bezeichnet sich immer wieder als das Licht der Welt. Und dieses Licht möchte zu den Menschen kommen. Wir denken uns das leider sehr romantisch, wenn wir jetzt unsere Feierlichkeiten heute untertags erinnern, ja, und versuchen das sehr romantisch aufzubauen, dann ist er kitschig, ja, zu verzieren und so. Aber das hat mit dem gar nichts zu tun. Denn wenn wir uns diese Nacht anschauen, war das jetzt nicht wirklich romantisch. Wenn Gott hereinkommt in diese Welt, hat das nichts mit Romantik zu tun. Also mit großem Ernst und Herausforderung zu tun. Bevor Jesus geboren worden ist in der Krippe, in einem Stall, in einer Höhle, haben sich Josef und Maria auf den Weg gemacht. Josef hat gewusst, er hat diese Frau, Maria, hat sie geheißen, gelost. Das Los fiel auf ihn, er darf diese Tempelmagd als Frau nehmen. Und bevor er mit ihr zusammenkam, wurde bekannt, sie schwanger. Schlimm. Es ist eine meiste Steinigung einer Frau bei den Juden. Man kann sich vorstellen, welche Ängste Maria hatte. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, wie es dem heiligen Josef gegangen ist. Es ist nicht gut gegangen, aber ein gerechter Mensch wollte keine Menschen ausliefern, bloßstellen, verurteilen. Er hat gekämpft. Was soll er tun? Seine Verlobte, Maria, ist schwanger. Nicht von ihm. Wenn er es bekannt gibt, ist sie tot. Wenn er es nicht bekannt gibt, begeht er Sünde gegen Gott. Er nimmt eine Sünderin zu sich. Ein großes Leiden, was zwischen Josef und Maria damals geherrscht hat. Gott beginnt wieder hineinzuhandeln, löst dieses Problem. Maria und Josef machen sich gemeinsam auf den Weg. Sie gehen nach Bethlehem, weil Kaiser Augustus Auftrag gegeben hat, alle Menschen, alle Bürger müssen sich in Stallnisten eintragen. Warum? Es geht um Geld. Es geht um Macht, es geht um Diktatur. Alles im Griff bekommen. Man will alles wissen, Steuersystem verbessern. Kommen uns irgendwie bekannt vor. Und so machen sich Maria und Josef auf. Josef, der in Bethlehem geboren ist, aus dem Geschlecht Davids haben wir gehört. Und dort finden sie keine Herberge. Die Menschen nehmen sie nicht auf. Maria ist hochschwanger. Es geht ihr nicht mehr gut. Sie klopfen an Türen. Viele Spiele kennen wir hier. Beherbergsuche. Lieder. Wer klopft an? Um dieses Drama durchzumachen, was Maria und Josef da erlebt haben. Wie Menschen sind. Wie teilweise du und ich sind. Und sie finden eine Höhle. Es ist dunkel. Es ist kalt. Es riecht nach Tiere. Wir haben immer in den Krippen natürlich dann Esel und Ochs, Symbole. Ja, in einem Stall kommt Gott herein. Bricht dieser heilige Gott ein, diese heilige Nacht, überhaupt nichts Romantisches. Todernst. Es wird noch ernster. Dann kaum machen sich diese drei Weisen aus dem Morgenland, die monatelang einen Stern beobachtet haben, auf dem Weg, um diesen König anzuschauen,
der vorausgesagt wurde von verschiedenen Magiern, Visionären. Sie machen sich auf den Weg, kommen nach Jerusalem, fragen bei Herodes an, wo ist der neugeborene König der Juden? Und der fällt fast in Ohnmacht. Ein König, ein Junge, neben ihm soll geboren worden sein. Ganz Jerusalem erschrickt, heißt es dort. Er fragt seine Schriftkundigen. Sie sagen, in Bethlehem muss der König geboren worden sein. Er hat Absicht, ihn zu besuchen, umzubringen. Sagt mir, wenn ihr ihn gefunden habt, wo er ist, denn auch ich möchte hingehen und ihn anbeten, sagt Herodes. Es geht um das Leben des Messias, um das Leben des Sohnes Gottes. Ein Engel kommt wieder zu Josef, gibt ihm Auftrag, brich auf, nimm das Kind und Maria, seine Mutter, flieh nach Ägypten. So ernst ist diese heilige Nacht, es geht um Leben und Tod. Wenn Gott handelt, dann ist es meistens sehr herausfordernd. Es geht um sehr viel. Es geht um Übernatürliches. Es geht teilweise um Leben und Tod. Es geht um den Sinn des Lebens. Es geht um die Freiheit. Es geht um Gott. Es geht um alles, kann man sagen. Diese heilige Nacht, diese zweite, die feiern wir heute. Ich glaube, wir haben es in den letzten Stunden und Wochen viel intensiver erlebt als die letzten Jahre, weil wir sie nicht mehr so kitschig feiern können. Mit vielen Weihnachtsfeiern, mit Glühmesständen und anderen Dingen. Es ist viel trockener geworden, diese heilige Nacht. Wir sollen uns bewusst werden, Gott kann zu dir und zu mir nur kommen, wenn wir ernst sind, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir auf Gott hinhören, wenn wir auch auf manches verzichten, denn das mussten Maria und Josef total. Die zweite heilige Nacht. Die dritte heilige Nacht, sie ist die Nacht, die wir feiern werden zu Ostern, für den Donnerstag. Wieder eine immense Handlung Gottes. Jesus nach dem Abendmahl geht hinaus, das heißt dort, und es war Nacht. Dunkelheit, Bedrohung, Finsternis, Kälte. Jesus geht hinaus mit seinen 12 Jüngern und seine 3 Lieblingsjünger dürfen in seine Nähe kommen. Und auch sie versagen total. Sie schlafen ein in der größten Herausforderung ihres Meisters Jesus. Sie schlafen ein, wo Jesus um Tod und Leben kämpft, Blut schwitzt. Sie schlafen ein. Jesus ist enttäuscht von ihnen, geht zu ihnen und sagt, ihr könnt nicht einmal eine Stunde wachen. Wieder eine heilige Nacht, es geht um die Rettung, die Erlösung des Menschen. Jesus ringt sich durch, er will sein Leben hingeben für die Menschen. Diese 3 Nächte, an die denken wir heute besonders. Gott kommt heute zu dir und zu mir. Er möchte dir etwas geben. Es ist seine Heiligkeit. Er möchte in dir und in mir geboren werden, sagt das Angelus Silesius. Gott kann 1000-mal geboren werden, wenn er in dir und in mir nicht geboren worden ist, ist umsonst geboren. Christsein heißt, dass etwas vom Gedankengut Jesu beginnt in dir zu wachsen, beginnt in dir umgesetzt zu werden. Das Wort Gottes, das Evangelium. Das wollen wir uns heute besonders mitnehmen. Wir wollen Gott bitten, um dieses heilige Wort, das Jesus heißt, dass er es uns in unser Herz schenkt, dass er uns dabei hilft, bei uns anzukommen, dass wir ihn in unserem Herzen mittragen, zu anderen Menschen, in unser Leben, das dunkel geworden ist, schwierig geworden ist, wahrscheinlich nicht leichter wird. Wir brauchen Gott dazu.
Wir wollen ihn darum heute besonders bitten und dafür beten.